Oh, Restaurant schon bei 504. 528. 588. Influencer kommt jetzt. 600. 624. Na, macht er noch die 700? Wird knapp, ne? 660. Ach, knapp gescheitert. Aber hier die minimalen Parkeinnahmen. Die gehen weiter aufwärts. Warte mal, machen das nochmal. Nochmal eine Erhöhung. Einfach, dass wir das wirklich safe haben. Im nächsten Monat die Einnahmen. Ja, hier ist es schon wieder zurückgegangen. Ganz knapp. Können wir natürlich einen Kredit holen und jetzt die Achterbahn bauen. Wenn ich das wollte. Aber boah, ich würde sagen, wir sparen jetzt erst nochmal. Geht ja mit dem Geld jetzt irgendwie ordentlich bergauf, dass wir dann uns noch ein Restaurant bauen können, dass wir diese 700 auch wirklich safe safe haben dann. So, 3000er Grenze knackt. Und haben wir das jetzt mit den, Parkeinnahmen? Sehen wir das gleich. 31. Dezember, ja, gut. Und auch die Restauranteinnahmen passen. Wahrscheinlich brauchen wir da jetzt gar nichts, oder? Ja, wo war denn das jetzt wieder hier? Restauranteinnahmen. Parktickets, Essen und Getränke. Ach ja, genau. Restaurants. Ach ja, 984. Aber das hält mich nicht davon ab, noch ein zweites Restaurant zu bauen. Asiatisch mal nicht. Blockhaus. Humphreys Bistro. Ich mach nochmal Lucianos Restaurant. Stellen wir nochmal hier irgendwo hin. Da gibt es auch eine hohe Qualität. Weil die Leute das ja anscheinend kaufen. Oder gönnen sich. So, keine Bestellung. Die ersten gehen schon wieder rein. Sehr gut. Komm, Parkbewertung ist ja mal richtig gut hier. So, wie sieht es hier aus mit dem Cash? Oh, guck mal, 11.000. Einkommen 12.000, Gewinn 11.000. Boah. Das geht ja ab, das Ding. So, bei den Restaurants. 84, 900 hätten wir dann auch geschafft. Wie gesagt, Lucianos Restaurant. Das wird dann hier noch ein bisschen dazu beitragen, dass es mehr wird. 30. Januar, 31. und dann zack, 1000. Monate, ach, das wird auch locker passen. 534. Machen wir eine Werbekampagne. Für Nervenkitzelattraktion. Werbekampagne haben wir auch eher überschaubar nur gemacht. Aber ist ja auch egal. Jetzt müssen wir nur noch runter. Runterspielen hier.
546 Gäste im Park. Oder gibt es auch noch irgendeine Achterbahn, die man sich vielleicht nochmal gönnen kann? Kansas Shakedown, Gipfeldreher. Wir hatten doch so viele neue. Großangriff für 11.000, das klappt nicht. Basskanone sieht interessant aus, aber leider nicht bezahlbar. Der Dampfablasser und der Tornado, auch alles nicht bezahlbar. Platinflügel. Der Showdown, Sensei. Die Maschine, die Flut. Der Held. Rollertoaster. Powerraser, der Geysir, der Scrimshaw. Ach komm, ist der was? Ich nehme jetzt nochmal einen Kredit auf und dann gönnen wir uns auch nochmal eine Achterbahn hier. Was habe ich jetzt? 12.000. Ich pausiere dazu nochmal. Ich baue diesen Scrimshaw. Hat mir das schon mal? Nee, ne? Sieht aber cool aus dort mit diesem Helix am Helix-Ding dort am Drop. Wenn das denn hier so runter geht. Auf jeden Fall interessantes interessantes Fahrelement. Sag ich mal. Wegbau. Das bauen wir ein Stück rüber. Eine lange Warteschlange. So, jetzt mal eine Testfahrt mit Onride, weil das will ich mir nicht entgehen lassen. Dieser Drop am Anfang, wie der sich in der Kameraperspektive anfühlt. Achso, hier ist sie erstmal flach. Ist das jetzt überhaupt, oder habe ich mich verguckt? Ach nee, doch jetzt. Da ist der Blick auf den Park mit den Bergen. Okay, interessant. Oh, gerade diese Kurve, die war ein bisschen zu sehr nach außen geneigt. Obwohl das eine Kurve in die andere Richtung war. Das hat sich jetzt vom Fahrkomfort oder vom Fahrgefühl nicht ganz so toll angefühlt. Okay, und dann geht es nahezu ungebremst in die Station. Bestanden, so können wir es aufmachen. Müssen wir gucken, dass wir die 600 Besucher auch mal so langsam schaffen. Ja. Das ist mir egal, ob du das negativ erwähnst. So, was ist sein Problem jetzt hier? LSB. Ich brauche eine Toilette. Dann geh doch einfach mal hier auf die Toilette. Na gut, ich könnte natürlich auch ein paar mehr noch bauen. Vorher mal speichern. Bevor das Spiel dann wieder abstürzt. Wo war jetzt die Toilette? Dort. Ich stelle einfach hinten nochmal eine hin, falls die Leute nach der Achterbahnfahrt
kotzen müssen. Da kommt auch nochmal eine hin. So, warum sind die alle so sauer? Lass mich raten, Italiener ist zu teuer. Wir brauchen alle die Toilette, oder wie? Oder? Na gut, die gehen aber nicht rein. So, es waren nur noch die 600 Besucher im Park. Was machen wir jetzt an Restauranteinnahmen eigentlich? 1092, okay. Ach, die stehen sogar auf die Toilette an. Einige Leute, die richtig sauer sind. Also, für Flug bezahle ich nicht so viel. Bibersee ist wirklich schön gestaltet. Ja, wenn man mal von den Grafikbugs absieht, die in der Wegdingsung sind. Ich gehe jetzt mal bei den Attraktionen, wo keiner ansteht. Stück mit dem Preis runter. Da stehen Leute an, da fahren auch Leute mit. Und dann machen wir aber mal hier Mechaniker auf 3. Und Hausmeister auch auf 3.